OFTV ist heute karnevalistisch international unterwegs. Wir schalten zu meiner Kollegin Sandra Rinnofner von Eichfeld TV. Sie ist gerade bei Bürgermeister Gernot Esser im Rathaus von Pölz in der Steiermark. Wir grüßen euch aus der Urlaubsregion Murau-Murtal im Herzen der Steiermark. Wusstet ihr, dass bereits seit 1972 mit Pölz-Oberkurzheim eine Partnergemeinschaft mit eurem Mainhausen besteht? Nein? Und dazu habe ich nämlich hier an meiner Seite den Bürgermeister dieser Gemeinde, den lieben Gernot Esser. Und wir werden euch heute zeigen, wie man bei uns üblicherweise Fasching denn so feiert. Ja, meine lieben Faschingsfreunde, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott aus Pölz-Oberkurzheim an alle Freunde der Faschingskultur in der Region und natürlich an unsere Freunde in Mainhausen. Der Fasching ist heuer etwas anders und die Maske, die ich jetzt im Gesicht trage, trage ich ja nicht aus faschingskulturellen Gründen, sondern wie ihr alle wisst, aufgrund der Pandemie. Sie wird uns heuer begleiten, Fasching etwas anders sozusagen, aber das wird uns auch in Pölz-Oberkurzheim nicht davon abhalten, diese wichtige Tradition auf andere Art und Weise zu pflegen. Ja, ansonsten, wenn wir keine Pandemie haben in Pölz-Oberkurzheim, geht es natürlich mit unserem Schlachtruf Wadi Wadi so richtig rund um den Faschingsdienstag. Vom Kinderfasching übers Masken-Eislaufen bis hin natürlich zum großen Faschingsumzug, der in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat in unserer Gemeinde. Und eine große Tradition hatten auch die Faschingssitzungen im Kultursaal. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder den Fasching in der gewohnten Art und Weise zelebrieren können. Heuer etwas anders, aber die Faschingsliebe, die schlägt im Herzen und die gebe ich jetzt auch weiter. Vor allem auch an meine Freunde in Mainhausen. Lieber Kollege, lieber Frank Simon, auch dir alles, alles Gute und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. In diesem Sinne, Wadi Wadi aus Pölz-Oberkurzheim. Und während wir uns jetzt euren Berliner und unseren Faschingskrapfen so richtig schmecken lassen, bekommt ihr ein paar Bilder von unserem regen Faschingstreiben. Geht ohne Maske besser. Während ihr nun einen Einblick in unser närrisches Treiben bekommen habt, sind wir schnell rübergegangen, denn Brauchtum und Tradition wird bei uns in der Urlaubsregion Murau-Murtal großgeschrieben. Wir befinden uns nun im Faschingsmuseum und ihr seht schon bereits hinter mir hat sich die ganze Narrengilde der Region bereits aufgestellt. Und wir wollen von Ihnen natürlich wissen, wie sieht es denn mit Brauchtum und Tradition bei uns in der Region aus? Ja, liebe Freunde, wir befinden uns hier im österreichischen Brauchtum und Museum Alois Benz Museum. Das wurde gegründet im Jahr 2005. Da waren wir zuerst auf einem anderen Stammplatz und seit 2011 befinden wir uns hier auf dem Hauptplatz. Wie gesagt, also wir haben über 7000 Exponate hier und wir freuen uns immer auf jeden Besuch, der zu uns kommt. Schönes Grüß Gott, ich bin der Vizekanzler der Knittelförder Faschingsgilde. Uns gibt es seit 1971, hätten heuer unser 50-jähriges Bestehen. Leider durch die Corona-Krise werden wir das auf nächstes Jahr verschieben müssen. Unser Vereinsgruß ist, sind wir da. Unser Verein besteht aus dem Öferrat und ungefähr zwischen 40 und 45 Mitgliedern.
ein herzliches Kolleg aus Fonsdorf. Das ist unser Forschungsgruß. Also wir sind aus dem tiefsten Kohlenbergwerk da von Mitteleuropa gewesen. Nach der Schließung haben wir dann die Forschungsnarrengilde gegründet, also seit 1973, also fast gleich lang, ist eigentlich ein bisschen entstanden aus einer Theaterrunde und so weiter. Also jetzt feiern wir halt immer wieder den Fasching, auch mit unserem berühmten Faschingsverbrennungsmarsch am Mittwoch. Spielen wir zusammen! Das ist der Gruß bei uns in Spielberg. Und deswegen sind wir da, damit wir euch das sagen. Ja, Spielberg, 2004 sind wir gegründet worden. 2004, das ist jetzt 17 Jahre her. Ich bin der Präsident Michael Hiebler, der dritte Präsident. Und Spielberg freut sich immer, wenn bei uns Besuch kommt, wenn es vorbeischaut bei uns. Wir haben unsere super Sitzungen, aber erst nächstes Jahr wieder. Spielen wir zusammen, gehen wir es an. Ihre aus Judenburg. Judenburg hat eine Faschingsgarde, die besteht seit 16 Jahren. Und unser Grundprinzip ist, dass wir auch beeinträchtigte Mädchen dabei haben. Wir haben einen Faschingsumzug, den teilen wir uns mit Knittelfeld alle zwei Jahre ab. Ruheständlerball und Kinderfasching sind unser Hauptaugenmerk, sowie auch die Landesmeisterschaften der Garden. Und das war unser Fasching. Dankeschön. Ja, ein herzliches Blabla aus Zeltweg. Uns gibt es seit 25 Jahren, nur leider ist uns heuer unsere Jubiläumssitzung ausgefallen. Aber wir werden sie im nächsten Jahr nachholen. Bis jetzt haben wir 69 Sitzungen abgehalten und ich hoffe, es wird in Zukunft genauso bleiben. Blabla. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, viel Spaß und liebe Grüße hier aus Österreich. Ja, vielen Dank, Sandra, nach Österreich für den Einblick in euer Karnevalsbrauchtum. Wir sehen uns sicher bald wieder, unkostümiert. In Mainhausen laufen im tiefsten Winter die Vorbereitungen auf die Freibadsaison auf Hochtouren. Mit schwerem Gerät werden in diesen Tagen die Strandflächen am Badesee Mainflingen mit über 200 Tonnen und am Königssee in Zellhausen mit rund 60 Tonnen frischem Sand aufgefüllt. Zu den Gewässern werden außerdem neue Treppen installiert, in Zellhausen auch eine neue Bootsrampe. Die Neubauten werden pünktlich zur Eröffnung der Badesaison fertig sein, heißt es aus dem Rathaus. Das waren die OFTV News. Gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm. Jetzt geht's weiter mit dem eisigen Winterwetter.